Wenn es dir wirklich schwer fällt, so wenn du dich beobachtest und merkst, wie du dir immer wieder die alte Geschichte erzählst. Weil mit dem Beobachten deiner Geschichten, deiner Gedanken, die du dir erzählst, damit fängt es ja an, das ist überhaupt der erste Schritt, mal wahrzunehmen, was es da alles in dir denkt. In der allgegenwärtigen Liebe löst sich alles Leid. Sehr schön, liebe Gabi. Wunderbar. Danke für deinen Beitrag. So. Und wenn ich dann einfach mal merke, mir fällt es wirklich doch mal schwer, da irgendwas zu verlassen und mein Denker, das Köpfchen will mich immer wieder zurückhalten, dann stelle ich mir auf dem Boden eine liegende Acht vor, eine große liegende Acht, die ja letzten Endes aus zwei Kreisen besteht. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein, dieser Tag ist voller Freude. Und du darfst auch glücklich sein. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Am Sonntagmorgen, mitten in der Nacht, 7:16 Uhr. Also ich muss dir ehrlich sagen, wenn ich jetzt heute hier nicht Programm hätte, wäre ich jetzt auch noch nicht wach. Aber dafür gibt es ja auch die Aufzeichnung von dem Live hier. Und ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen, wann auch immer du die heutige Botschaft hier anschaust. Tag, was haben wir heute? Tag 19 der Seelenfreude-Challenge. Genau, ja, schön, dass du dabei bist. Ich hatte die letzten Tage, ich weiß nicht, was gestern, glaube ich, gepostet, dass was bislang in deinem Leben unstimmig ist, muss nicht weiter bleiben. Und ja, du hast die Wahl, weiterhin an der Zukunft festzuhalten oder eben loszulassen. Und da gab es einen interessanten Kommentar auch unter einem der Posts. Oh, ich sehe ja, ich habe Live-Zuschauer. Oute dich mal. Wer ist denn hier sonntags morgens um die Uhrzeit schon live dabei? Ich sehe nur, dass Zuschauer da sind, aber mehr kann ich nicht sehen, wer genau. Ja, und einer hat da geschrieben, Konflikte und Last hinter sich zu lassen, ist oft ein schwerer Weg. Wenn das Gepäck mit der Zeit und Arbeit an sich selbst leichter wird, fühlt es sich sehr gut an. Darauf möchte ich mal ein bisschen eingehen heute und möchte auch gerne eine Übung mit an den auf den Weg geben, wie du es dir leichter machen kannst. Ich habe ja vor ja, 13, 14 Jahren ist das ja jetzt schon her, die mentalen Gesundheitspraxis Kraftquelle selbst gegründet. Liebe Gabi, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du live schon dabei bist. Und so in den Anfängen, so die ersten Jahre, habe ich ganz viel mit Systemstellen auch gearbeitet und bin in Blockaden mit meinen Klienten rein, in die Kinderstube, was da alles ja, an Schwerem passiert ist und. Also diesen ganzen Kram einfach nochmal angeschaut und. Es ist auch hilfreich und das löst auch vieles. Und wenn ich das Gefühl habe heute im Coaching, dass meine Kundin, meine Klientin in einem gewissen Bereich nicht weiterkommt, dann mache ich das auch weiterhin, aber immer noch auf eine leichte, sanfte Art und Weise, die aber sehr, sehr wirkungsvoll ist. Und jetzt kommt das kleine Aber. Wir, Mann, Frau, muss nicht immer in der Vergangenheit rumwühlen und gucken, was ist mir da Schlimmes passiert, welche schlimmen Erfahrungen habe ich da gemacht, wo sind die Eltern da mit mir so umgegangen oder das Umfeld, was mich bis heute verletzt und. Das muss nicht sein, es darf auch leicht sein. Und ich glaube, auch die jetzige Zeitqualität, es ist ja so viel im Wandel, es ist so viel dabei, sich zu verändern. Ich glaube, die jetzige Zeitqualität, die jetzige Schwingung ist auch sehr förderlich dazu, dass es auch leicht und einfach gehen kann. Und weil letzten Endes. Überleg dir doch mal, welche Geschichte, ich meine, wir führen ja, jeder von uns führt ja letzten Endes den ganzen lieben langen Tag Zwiegespräche mit sich selbst. Da ist ja, wenn man sich nicht bewusst diesen Moment holt,
ist ja ständig Gedankenkabarett im Kopf und ständig denkt es in einem und ständig, ja, sind wir in irgendwelchen Geschichten drin. Ständig sind wir in irgendwelchen Geschichten drin. Gabi schreibt jetzt das Leben, was gelebt werden will. Ganz genau so ist es, liebe Gabi. So, Entschuldigung. Und diese Geschichten, die wir uns ständig den ganzen Tag lang im Inneren, also im Stillen quasi, egal was wir machen, erzählen, ist ja diese Energie, auf die wir schwingen. Das sind ja die Dinge, die wir aussenden und mit denen wir uns letzten Endes unsere Lebenswirklichkeit, und zwar jetzt erschaffen, jetzt und morgen und übermorgen. Das, was du heute denkst, das, was du heute säst, das ist das, womit du dir morgen und übermorgen deine Zukunft erschaffst. Und es darf eben auch leicht gehen. Und deshalb überleg dir mal, welche Geschichten du dir bis jetzt noch, bis noch vor einer Stunde oder bis gestern noch, erzählt hast. Und dann lade ich dich dazu ein, es dir jetzt mal leicht zu machen, einfacher zu machen, denn es darf auch leicht und einfach gehen und eine Entscheidung zu treffen, weil damit fängt alles an, eine Entscheidung zu treffen. Ich mache jetzt hier endgültig einen Cut mit meinen alten Geschichten, was mir alles in der Vergangenheit passiert ist, sowohl als Kind als auch Erwachsene. Oder was ich möglicherweise auch noch an Themen unbewusst mit mir rumschleppe, was ich übernommen habe, was auch überhaupt nicht zu mir gehört. Da laufen ja auch viele mit rum, bin ich auch mit vielen Dingen rumgelaufen. Dingen, die überhaupt nicht zu mir gehört haben, die mich belastet haben. Und die letzten Endes davon abhalten, dir dein Leben nach deinem Herzen zu gestalten, mit anderen Worten, deinen Seelenplan nicht nur zu entdecken, sondern ihn zu leben, weil du dir ständig die Geschichten unter Umständen erzählst. Das muss ich noch auflösen, den Glaubenssatz muss ich noch lösen, die Blockade muss ich noch lösen, damit muss ich mich noch beschäftigen. Und ich kann doch nicht, weil die anderen, die können das doch viel besser. Und ich muss so erst noch eine Ausbildung machen. Und das bislang war, kann ich nicht. Oder weil ich so und so auf die Welt gekommen bin, kann ich nicht. Und, und. Bitte, meine Liebe, hör auf, dir diese Geschichten zu erzählen. Es ist deine Entscheidung. Und ich weiß, wie schwer es manchmal fällt, auch in der Richtung dann wirklich die Entscheidung nicht nur zu treffen, sondern auch durchzuziehen. Unser Denker, unser Verstand, und da gehöre ich bis heute noch mit dazu, der will an diesem alten Kram, warum auch immer, festhalten. Wenn ich manchmal denke, ich bewege mich noch mal in so einem Gedankenkreislauf mit einem gewissen Thema, muss ich auch manchmal ganz forsch zu meinem Denker, zu meinem Verstand sagen, hey, jetzt ist hier endgültig Schluss damit. Stopp mit diesen unsinnigen Gedanken. Ich habe eine Entscheidung getroffen, in diese Richtung geht es jetzt weiter. Stopp, Schluss jetzt. Und eine Übung, die mir dabei ganz, ganz enorm hilft, die möchte ich dir heute mit auf den Weg geben. Wenn es dir wirklich schwer fällt, so wenn du dich beobachtest und merkst, wie du dir immer wieder die alte Geschichte erzählst. Weil mit dem Beobachten deiner Geschichten, deiner Gedanken, die du dir erzählst, damit fängt es ja an, das ist überhaupt der erste Schritt, mal wahrzunehmen, was es da alles in dir denkt. In der allgegenwärtigen Liebe löst sich alles Leid. Sehr schön, liebe Gabi. Wunderbar. Danke für deinen Beitrag. So. Und wenn ich dann einfach mal merke, mir fällt es wirklich doch mal schwer, da irgendwas zu verlassen und mein Denker, das Köpfchen will mich immer wieder zurückhalten, dann stelle ich mir auf dem Boden eine liegende Acht vor, eine große liegende Acht, die ja letzten Endes aus zwei Kreisen besteht. Und der untere Kreis, also der mir dann am Körper am nächsten steht, also am nächsten direkt vor mir quasi ist, der untere Teil, der untere Kreis, da stellst du dich rein. Und dann ahlst du dich mal noch für kurze Zeit, 15 Sekunden, reicht. In dieser alten Geschichte drin, in dem, was dich belastet, was dir eigentlich hier steht, wo du keine Lust mehr drauf hast, wo du weißt, genau das ist jetzt noch das eine Ding, das mich jetzt schon wieder davon abhält,
heute voller Freude und Spaß und Leichtigkeit den neuen Tag zu genießen und ihn zu leben, den Moment zu genießen, mein Leben zu genießen, meinen Seelenplan zu entdecken. Was auch immer da so dein Thema ist, in erster Linie geht es ja hier darum, deinen Seelenplan zu entdecken, deshalb bist du ja hier. Und dann ahlst du dich für 15 Sekunden maximal noch einmal mit geschlossenen Augen, du stehst in diesem Kreis, in diesem Thema drin. Und dann triffst du eine Entscheidung für dich. Ich verlasse jetzt endgültig ein für alle Mal diesen, Entschuldigung, wenn ich den Ausdruck jetzt so nenne, mir fällt gerade kein anderer ein, aber letzten Endes diesen Scheiß hier. Ich verlasse jetzt endgültig diese Geschichte, die ich mir immer noch erzähle. Ich verlasse jetzt endgültig diese Blockade, diese Prägung, die immer noch auf mir lastet, wo ständig meine Gedanken sich drum drehen. Ich verlasse das jetzt endlich. Und dann triffst du eine kraftvolle Entscheidung. Und so in dieser kraftvollen Entscheidung machst du einen Schritt in den gegenüberliegenden Kreis, also der obere Teil von der liegenden Acht, und stellst dir vor, wie dieser durchflutet ist, dieser Kreis von goldfarbenem Licht als Ausdruck von göttlicher Liebe und göttlicher Energie, von deiner persönlichen wunderbaren Energie, mit der du eigentlich dir mal vorgenommen hast, hier dein Leben zu gestalten. Und dann stehst du in diesem goldfarbenen Licht und stellst dir gerne auch noch vor, wie ein Lichtstrahl aus dem Universum auf dich herabfällt und du dieses goldene Licht einatmest. Atemzug für Atemzug dieses goldene Licht einatmest, dein Körper durchflutet und durchpulst wird von diesem goldfarbenen Licht. Und mit weiteren Atemzügen erlaubst du dann diesem goldfarbenen Licht sich auch auszubreiten über deinen physischen Körper hinaus in alle feinstofflichen Ebenen, auf alle Ebenen deines Seins. Und dann genießt du, und dann genießt du, wie es sich anfühlt, dich so befreit zu fühlen von diesem einen Thema, von dem du dich gerade befreit hast. Und dann beobachte dich weiter, wenn dann tagsüber so ansatzweise nochmal so ein Funken davon aufkommt, erinnere dich sofort daran, fühl dich umhüllt und geschützt von goldfarbenem Licht, atme das gerne nochmal dann ein, das kannst du, egal wo du machst, immer und immer wieder machen und sofort aufhören, diesen Gedanken oder diese Geschichte weiterzudenken und weiter zu formulieren. Und das ist so, so hilfreich. Schau dir den Beitrag hier gern nochmal an, die Übung, so wie ich es jetzt erklärt habe, und dann mach das und teile mir gerne mal mit, welche Erfahrungen du damit gemacht hast. Also mir hilft das ganz enorm und deshalb teile ich das hier auch gerne mit dir. Okay, also diese Übung mit dieser liegenden Acht, die ist wirklich sehr, sehr wertvoll. Und mach dir bewusst, in deinem Sinne tust du das. Löst dich von diesem ganzen alten Kram, was gestern war, ist endgültig vorbei. Richte dich neu aus. Ein wunderbares Leben wartet auf dich, wenn du aufhörst, dir weiter diesen alten Kram zu erzählen, diese Geschichten zu erzählen. Du bist nicht gut genug, du bist zu klein, du hast dies oder jenes und, egal welche Geschichte es ist, die du dir erzählst. Du kannst jetzt quasi auf Fingerschnipp aufhören, dir diese Geschichte zu erzählen und anfangen, dir eine neue Geschichte zu erzählen, die förderlich für dich ist, die dich dorthin bringt, wo du wirklich hin möchtest, nämlich deinen Seelenplan zu entdecken und ihn zu leben. Unter dem Tenor auch, was haben andere Menschen davon, dass es mich bzw. dass es dich gibt? Ja? Das ist doch letzten Endes unser Herzensanliegen, auch anderen Menschen ein Beitrag zu sein, der Welt einen Beitrag zu sein. Ja? Gabi schreibt, mir sagte man oft, oh, du hattest keine Mutter und ich dachte, warum empfinden andere es als schlimm? Ich fühlte mich immer versorgt und sicher, ohne darüber traurig zu sein. Mutter ist Mutter Erde. Mal gerade gucken, ob ich hier alles sehen kann, was. Festplatte löschen und immer neu anfangen, genau.
Gabi, über mein Smartphone kann ich jetzt weiter hier leider nicht lesen, was du geschrieben hast. Das ist eine sehr schöne Erfahrung, dass du so damit umgehen konntest und letzten Endes nicht denken, machen, sehr gut, ins Handeln kommen, tun. Wir sind in einem Tuniversum, in einem Umsetzungsuniversum, genau. Egal, ob die Mama früh sich dazu entschieden hat oder ihre Seele, den Körper zu verlassen oder auch der Papa. Egal. Jeder von uns hat eine leibliche Mama, also über die wir das Licht der Welt erblickt haben, nach 9 Monaten oder manche eben auch früher, die es nicht erwarten konnten, sind dann irgendwann ausgecheckt aus dem Bauch von der Mama. Und jeder hat einen leiblichen Papa. Und dieser leibliche Papa und diese leibliche Mama, die sind da. Es ist ja alles eine große Energie. Und wir sind auch jederzeit mit ihnen verbunden. Und wir können uns jetzt entweder Geschichten erzählen, was hier auf der Alltagsebene an Mist geschehen ist und, oder dass die früh gegangen sind und deshalb keine Ahnung was. Oder du kannst dich auf der Ebene des Lichtes und der Liebe, was ich eben mit goldenem Licht auch meinte, auf dieser Ebene immer und jederzeit verbunden und geborgen fühlen mit deiner leiblichen Mama, mit deinem leiblichen Papa. Ich rede jetzt von einer lichtvollen Ebene. Ich rede nicht von der Alltagsebene. Du kannst dich geborgen und getragen fühlen, auch von Mutter Erde, die dich nährt und trägt, die jederzeit für uns da ist und auch mit deiner persönlichen Energie, mit deiner persönlichen Schutzenergie, die dich umgibt, die dich begleitet, die auch immer fürsorglich im Sinne, sie sorgt für dich da ist. Und aufhören, dir andere Geschichten zu erzählen. Okay? Alles ist in mir drin, es gibt keine Trennung, zumindest energetisch gesehen nicht. Sehr, sehr gut, liebe Gabi. Das war ein wunderbarer Kommentar, wunderbarer Beitrag noch von dir, der jetzt alles, was ich gesagt habe, in diesem wunderbaren Satz nochmal auf den Punkt bringt. Danke dir. Also, ich wünsche dir jeder wunderbaren Frau, jeden wunderbaren Mann, der heute im Laufe des Tages hier noch das Live anschaut, einen wunderschönen Tag mit der Sonne im Herzen. Ganz, ganz liebe Grüße und dann sehen wir uns morgen früh nochmal in neuer Frische. Hab einen wunderbaren Tag. Genieße ihn, genieße dein Leben, genieße dein Sein. Fühl dich ganz lieb umarmt. Bis dahin, ciao.